So, eine Woche unterwegs. Jetzt wird erstmal nachgeladen. Hier konnten wir natürlich super gut stehen in so einem Industriegebiet hier. Und hier im Riesenreal einkaufen. Da bekommt man ja alles. Jetzt wird der Kühlschrank aufgefüllt. Und dann geht's weiter. Willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Video von unserer Urlaubsreise 2019. Und zwar ist das jetzt Teil 4. Teil 4? Nee, das stimmt nicht. Das wird Teil 5. Teil 4 wird München. Teil 5. Teil 5? Das ist Teil 5. München ist Teil 4. Und wir befinden... Beinahe hätte ich dir widersprochen. Nein, es ist, du hast recht. Und wir befinden uns auf dem Gutshof Camping Bad Hütten. Das ist so 10 Kilometer von Lindau. Genau. Und dazu kam es, eigentlich wollten wir von München aus zur Zugspitze. Und dann haben wir in München schon Dauerregen gehabt und festgestellt, dass es an der Zugspitze die nächsten 4-5 Tage durchgehend regnet, durchgehend stark bewölkt ist. Genau. Wenn wir zur Zugspitze fahren, wenn wir dort campen, möchten wir auch auf die Zugspitze, wenigstens einmal im Leben auf die Zugspitze. Dann aber auch bei schönem Wetter mit Weitsicht. Zumindest wenn man 4-5 Tage dort auf dem Campingplatz steht, dass man sich den Tag aussucht, an dem das Wetter wirklich schön ist und man eine ordentliche Weitsicht hat. Das war jetzt überhaupt nicht abzusehen, weil wie gesagt 4-5 Tage lang Dauerregen, Dauerbewölkt. Also haben wir kurzfristig uns entschieden, Richtung Bodensee zu fahren. Das ist das, wo wir sowieso hin wollten, von der Zugspitze aus. Ja, da sind wir jetzt gelandet, Bodensee. Noch nicht so ganz. Wir sind 15 Kilometer vom Bodensee ungefähr entfernt. Genau. Hier bleiben wir bis Montag oder Dienstag. Ja, eben gerade haben wir hier noch ein Pärchen kennengelernt, die uns erzählt haben, sie waren gestern oben auf dem Berg, auf dem Pfänder, der Berg am Bodensee. Sagte uns bis heute noch gar nichts. Wir haben uns dann gleich mal das Prospekt vorne geholt. Der Pfänder ist also 1064 Meter hoch. Man kann dort mit einer Seilbahn hochfahren. Uns wurde gesagt, mit unserem City-Taxi können wir bis oben hochfahren. Die Straßen sollen recht eng sein, aber für ein Motorrad überhaupt gar kein Problem. Also gerade richtig für ein Motorrad. Also werden wir uns morgen sind ungefähr 30 Grad und Sonnenschein angesagt. Morgen werden wir uns aufs City-Taxi setzen und auf den Pfänder fahren. Und dort oben ist sogar noch ein Tierpark, dort oben ist ein Wanderweg. Jetzt zeige ich euch mal kurz, was hier so alles erklärt wird. Und das werden wir genießen und da werden wir euch morgen mit auf den Berg nehmen. Den Campingplatz selbst stellen wir euch auch vor. Absolut spitzenmäßig. Wir sind erst wenige Stunden hier und sind schon begeistert. Ja, der ist wirklich schön. Das komplette Gegenteil von dem, wo wir abgereist sind, muss man einfach so sagen. Aber ein hundertprozentiges Gegenteil. Naja, wir sind nicht nur abgereist, wir sind schon fast geflüchtet. Genau, okay. Deshalb werden wir trotzdem nichts Negatives über den Campingplatz berichten. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber auf jeden Fall werden wir euch hier den Campingplatz zeigen und wieder an unseren Aktivitäten teilnehmen lassen. Okay, also, dann viel Spaß. Tschüss. Jetzt muss ich mich ja mal selbst outen. Einerseits, wie blöd ich bin, wie vergesslich und andererseits, wie gut ich Auto fahre. Ich fahre das Wohnmobil so gut, dass ich eben gerade entdeckt habe, dass von München bis hierher, über 200 Kilometer, über Berg und Tal, die Schlüssel von unserem City-Taxi hinten auf dem Motorradträger liegen geblieben sind. Das sollte man vielleicht lieber nicht vergessen. Schlüssel vom City-Taxi, Hausschlüssel, von den Koffern, vom Schloss, alles dran. Okay, ist ja noch mal gut gegangen. Sowas passiert auch hoffentlich nur einmal und nie wieder. Nächstes Mal gucke ich dreimal, dass ich den Schlüssel vorher in die Hosentasche stecke. Oder sogar ins Wohnmobil lege, bevor ich das City-Taxi festmache und bevor ich losfahre.
Links das kleinere Gebäude ist die Rezeption. Hier kann man Zimmer buchen. Ein paar abgestellte Wohnwagen. Und vor dem Gutshof hier noch ordentlich Landmaschinen. Ja, und auf dieser riesengroßen Wiese hier stehen wir. Hallo Schatzi. Das sieht ja wohl auch klasse aus hier, ne? Sehr schön angelegt. Und man sieht, hier ist man mit Liebe dabei, den Campingplatz zu pflegen. Wie man den Hintergrund sieht, aber stellen wir euch noch näher vor, auch ein Schwimmbad ist dabei. Ja, wieder oben auch schon, auch hier die Blumenbeete, alles mit Liebe zum Detail gemacht. Was willst du machen? Hier eine große Zeltwiese. So ganz von Trockenheit geplagt waren sie wohl in dieser Gegend nicht, denn hier ist alles noch richtig schön grün, nicht so verbrannt wie bei uns. Das ist jetzt alles Festcamper. Und das ist der Bereich der Festcamper. Zum Campingplatz gehörendes Freibad, riesengroßer Pool, super große Liegewiese. Hier gibt es sogar Liegen und ein toller Bereich mit Rutsche und Kinderschwimmbecken. Das wird wahrscheinlich Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich sein. Ja, Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Aber ich will gerne nachher nochmal von der anderen Seite gucken. Das ist auch eine feine Sache. Hier ist der Kinderspielplatz und die Eltern können sich schön draußen hinsetzen. Und ihr seht da hinten die großen Sonnenschirme, da kann man dann was trinken. Der Spielplatz ist riesengroß, hochmoderne Spielgeräte, wirklich klasse. Andere Seite noch eine riesengroße Wiese mit Fußballplatz. Für die Kinder sehr, sehr viel Grün. Gefällt uns also jetzt schon sehr gut und wir sind erst ein paar Stunden hier. Klasse eingeteilt alles. Super sauber, hochmoderne Bäder. Und nicht nur, dass Hunde erlaubt sind, sondern hier gibt es noch eine extra Hundewiese. Gehen wir mal von aus. Hier sind die, doch, dafür sind ja die Tüten hier. Genau hier sind ja die Tüten. Guck mal, hier können die Hunde toben. Hier kannst du auch mal mehrere Hunde miteinander spielen lassen. Und deswegen ist genau hier der Ständer mit den Hundetüten. Ist doch ideal. Weizengässle. Ja, das ist die richtige Straße. Weizengässle. Das Weizengässle. Ja, hört sich ja echt gut an. Und ein schickes Schild. Das ist das zweite Waschhaus. Mit Abwaschplätzen draußen, die überdacht sind. Hier sind die Duschen und so weiter, schon etwas älter, aber auch ganz groß. Mit Vorraum, mit Ablagen und super sauber. Also das ist schon mal, da kann man wirklich nicht, absolut nichts sagen. Das ist so, wie man sich das als Camper wünscht. Das wäre ihr Preis gewesen. Hier hätten wir stehen sollen. Hätten wir uns quer reinstellen können. Aber den Platz haben wir jemand anderes zur Verfügung gestellt. Da kommt gleich ein Fahrzeug, ein PKW mit Wohnwagen. Und bei dem Wohnwagen ist irgendwie das Zugmaul defekt. Der kann nicht abhängen und braucht dadurch einen ganz großen Platz, wo er das Auto schön dran lassen kann. Und da haben wir gesagt, kein Problem, stellen wir unseren Platz zur Verfügung und wir stellen uns da vorne hin. Im Endeffekt stehen wir sogar sehr gerne da vorne und sehr schön. Weizengässle. Ja, das ist die richtige Straße. Weizengässle. Das Weizengässle. Ja, hört sich ja echt gut an. Und ein schickes Schild. So müssen Waschräume aussehen. Oder mindestens so in etwa. Absolut top eingerichtet. Top gepflegt. Ne, muss man sagen, ganz klasse. Jetzt zeige ich euch noch die Duschen. 1A.
Genau. Mit dem ganzen Vorraum, mit den ganzen Ablagen und Haken zum Aufhängen. Das ist ein Duschraum. Absolut top. Das ist der Raum zum Abwaschen. 5 große Abwaschplätze mit ordentlich Ablageplatz. Das mache ich. Und ganz am Ende nochmal so für Kleidung, für Wäsche. Genau. Ja, schön gemacht. Ja, von der Rezeption hier runterkommend gibt es hier gleich die Fähr- und Entsorgung. Hier im Bodeneinlass für die Versorgung gibt es dann hier gleich doppelten Wasserhahn mit Schlauch zum Spülen oder zum Kanister füllen und mit Anschluss, um direkt den Tank zu füllen. Bodeneinlass ist auch groß genug. Egal, ob man den rechts oder links hat, man kommt hier sehr gut ran. Das stört nichts weiter. Prima Sache. Am Stellplatz vorbei, ungefähr 30, 40 Meter weiter, befindet sich hier ein Stellplatz. Jetzt muss ich aber auch sagen, so einen geilen grünen Stellplatz habe ich noch nie gesehen. Guckt euch das mal an. Alles grün. Und hier alles voll mit Äpfelbäume. Was ist das? Romantikplatz für Paare. Dieser Stellplatz ist ausschließlich für Ruhesuchende. Und du kannst. Na, das habe ich auch noch nie gehabt oder gesehen. Campingplatz ja und stark. Schwimmbad mit benutzen. Jegliche Art von Lärmbelästigung sind verboten. Abspielen von Radio, jede Art von Tonträger, Ballspielen, Tollen mit Hunden und so weiter. Das soll hier der absolute Ruheplatz sein. Mhm. Ja, ich zeige euch den noch ein paar, indem wir ein paar Meter weiter raufgehen. Ja, das ist halt der Stellplatz zum Campingplatz. Der Campingplatz kann dann auch mitgenutzt werden. Diese alten Baumstämme hier, uralte Apfelsorten. Mhm. Sieht man jedenfalls aus. So, und überall hier. So im Grünen zwischen den Apfelbäumen hier kann man stehen. Muss hier relativ viel geregnet haben. Die Spur hier noch am Rand ist doch relativ matschig gefahren. Ja, also hier hätten wir uns auch hingestellt. Wir stehen da sehr gut auf dem Campingplatz und können natürlich auch sämtliche Annehmlichkeiten mit nutzen, ob was machen oder nicht. Ist dahingestellt, egal. Aber der Stellplatz hier ist eine Wucht. Hier hinten haben wir lauter Bienen. Ja. Ganz viele Bienenwaben. Oh, nee. Die sind doch noch Bienenstöcke. Bienenstöcke. Genau, Bienenstöcke mit Bienenwaben. Ja. Die sind auch noch kräftig unterwegs, da hinten sieht man sie. Ja, naja gut, sie haben hier viel Obst, ne? Ja. Und hier direkt neben dem Gästehaus befindet sich ein italienisches Restaurant. Kann man draußen sitzen unter riesengroßen uralten Bäumen. Also man sitzt da richtig schön. Speisekarte gibt alles her, was man so vom Italiener kennt. Von Pizza über Spaghetti bis sogar zum Schnitzel und Geschnetzeltes. Alles zu wirklich angenehmen Preisen. Ja, hier sieht man das Schwimmbad nochmal von der anderen Seite. Schaut euch das an. Das nennt man mal einen Oldtimer.
Wir haben gerade den Besitzer gesprochen. Ich darf das Fahrzeug so filmen und auch so vorstellen. Das ist aus dem Jahre 1960. Damit sind sie vor einem Jahr noch in Griechenland gewesen. Muss man ja echt sagen. Das war früher mal ein Postauto, wurde uns gerade erzählt. Damit wurde Post ausgeliefert und dann wurde der umgebaut zu einem Wohnmobil. Komplett mit Isolierung, allem drum und dran. Das Ding ist also sogar winterfest. Ja, das ist dann wiederum ein Oldtimer, mit dem macht es dann auch schon wieder Spaß. Mit sowas von Oldtimer-Treffen zu Oldtimer-Treffen fahren. Wobei uns jetzt auch gesagt wurde, es geht los, dass es jetzt mit Ersatzteilen wirklich schon schwer wird. Da muss man auf Oldtimer-Treffen hoffen, dass man immer mal das richtige Ersatzteil bekommt. Aber es ist schon ein starkes Teil. Heute, nach der Ankunft, nach der Begehung des Campingplatzes und nach dem Duschen gibt es schön selbstgemachte Hamburger. Dicke, fette Rindfleischpatties. Super Hamburger Soße. Es geht doch nichts über selbstgemachte Hamburger. Sogar Bio. Sogar Bio? Na, ist doch wohl logisch. Gibt doch immer nur Bio bei uns, oder? Nein, ist nicht so. Man bekommt gar nicht überall Bio. So, von hier aus werde ich jetzt die Drohne starten. Werde natürlich nicht über den Campingplatz oder Stellplatz fliegen, sondern einfach nur gerade hoch. Schön den Campingplatz und die ganze Umgebung filmen. Dann aus der Vogelperspektive sieht das Ganze ja nochmal um einiges schöner aus. Laut deutscher Flugsicherungs-App darf ich hier starten, auch auf 100 Meter Höhe. Kein Problem. Also mache ich mal jetzt schöne Aufnahmen. Sind das geile Bilder? Ein riesengroßer Zeppelin. Hier über den Alpen. Direkt über dem Bodensee ist er jetzt. Und wir sind mit unserem City-Taxi unterwegs. Wir fahren jetzt zum Fender. Hallo, guten Morgen. Wir grüßen euch hier vom Fender, dem höchsten Berg am Bodensee. Den Blick vom Bodensee runter
Den Blick zum Bodensee runter zeigen wir euch auch gleich. Von hier kann man im 360-Grad-Blick 240 Alpenberge sehen. Das ist schon fantastisch. Ich kann das voll ab. Und die Rita war ganz tapfer, ist mit hochgefahren. Kommt dann wieder der Boden. Nee, jetzt gucken wir uns gleich von der anderen Seite von dem Gebäude aus an. So, kleine Kühlung von innen und kleine Stärkung. Der Aufstieg war so anstrengend. Ja, der Aufstieg war so anstrengend, genau. Aber wir wollen ja jetzt den Rundwanderweg hier oben gehen und uns die Mufflons und Hirsche und sowas alles anschauen. Ich hab schon gesehen hier. Und mit dieser Aussicht schmecken Pommes natürlich noch dreimal so gut. Ja, wir selbst auf dem Fender hier befinden uns ja in Österreich. Hey cool, wir sind mit der 125er mit unserem City-Taxi nach Österreich gefahren. Und da hinten, irgendwo da hinten so in den Wäldern, da steht unser Campino und wartet. Also die Puppele. Ich will nicht, denn... Oh, es blendet, ja? Es ist kaum zu glauben, aber das Helle, was hier so in den Bodensee reinragt... Versuch's noch ohne großen Zittern hier zu verfolgen. Man sieht es. Da drüber. Das ist Vater Rhein. Zum Rheinfall von Schaffhausen wollen wir ja auch noch. Das ist ja komplett auf der anderen Seite des Bodensees. Wo der Rhein sozusagen beginnt, fließt in den Bodensee und von hier aus wird es dann zum Fluss und mit sehr, sehr vielen anderen Zuflüssen wird es dann zu dem Rhein, den wir so kennen bei Köln. Der dann bei Koblenz mit der Mosel zusammenfließt. Zeppelin. Genau zwischen dem Mast und dem Baum jetzt durch. Und der zweite Zeppelin ist rechts vom Mast. Direkt unter dem Seil. Also was ja gut gemeint ist. Was ja gut gemeint ist. Plastik sparen. Hier gibt man Holzlöffel aus. Aber bei Softeis. Aber Holzlöffel geht gar nicht. Kann ich nicht im Mund nehmen. Das sind die Kühe mit den zwei
kurzen und zwei langen Beine. Damit ihr auf der Schräge hier in den Bergen drauf grasen könnt. Wasser. Hallo, das war unser Video vom Gutshof Bad Hütten und unsere Erlebnisse drumherum. Ist ja in unseren Videos immer so üblich. Wir stellen nicht nur die Campingplätze oder Stellplätze vor, sondern grundsätzlich immer auch unsere Erlebnisse dazu. Das schönste Erlebnis war eigentlich die Fahrt auf den Pfänder und die Aussicht von da oben, ne? Ja, wir hatten echt Glück, weil ja gestern Sonne war und ja, heute war wieder Regen angesagt und daraufhin haben wir uns entschlossen, dort schon wegzufahren und weiterzufahren. Aber ansonsten, sag ich mal, war es echt schön dort. Wenn genau. Da die Sonne scheint, kann man da ganz viel unternehmen. Genau, und in unserem nächsten Video melden wir uns vom Stellplatz zugehörig zum Campingplatz, direkt neben einem ganz großen Caraworld Wohnmobil- und Wohnwagenhändler. Die Stellplätze gehören zwar nicht zu dem Händler, sondern gehören zu dem Campingplatz. Das hat aber auch den Vorteil, dass man Toiletten, Duschen und sämtliche Annehmlichkeiten des Campingplatzes mitnutzen kann. Da fahren wir hin. Von dort aus haben wir es nur so circa 35 bis 40 Kilometer bis zum Rheinfall von Schaffhausen. Das ist eines unserer Urlaubsziele 2019. Das ist auch so ein Ziel, wo wir der Meinung sind, muss man einmal im Leben gewesen sein. Und da wollen wir morgen hin. Für morgen sind 7 Stunden Sonne angesagt. Genau. Ne? Übermorgen sogar 12 Stunden. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.